Alltag im geteilten Deutschland. Im Westen ist es lange nicht selbstverständlich, dass Frauen arbeiten. Musst du denn immer noch arbeiten? Ich sag, hör mal, ich muss gar nichts. Ich will arbeiten. Ich habe Anfang der 90er Jahre dann im Westen zum ersten Mal eine Hausfrau kennengelernt. Da dachte ich dann, was ist das denn für ein Tierchen hier? Anfangs geht es in Ost und West gleichermaßen prüde zu. Wisst ihr eigentlich, wie Babys gemacht werden? Zu unserer Zeit war das so, dass die meisten noch Angst hatten, dass sie vom Küssen schwanger wären. In der Bundesrepublik spart man auf das ersehnte Eigenheim. 5, 6 Häuser nebeneinander, alle mit einem kleinen Garten, einstöckig. In der DDR ist geeigneter Wohnraum Mangelware. Ich weiß, wie das ist, in fast asozialen Verhältnissen zu leben. So, jetzt aber Tempo. Bald wird Peter da sein mit einem Bärenhunger. Sie wissen ja, eine Frau hat 2 Lebensfragen. Was soll ich anziehen und was soll ich kochen? Das Familienbild der Wohlstandsjahre. Im Westen herrscht eine klare Rollenverteilung. Der Mann verdient das Geld, die Frau kümmert sich um Haushalt und Kinder. In einer Bräuteschule werden die Mädchen auf ihren Lebensberuf als Hausfrau, Ehefrau und Mutter vorbereitet. Dazu gehört auch der Umgang mit Herrenhemden, damit es später keine unangenehmen Überraschungen gibt. Für die Hausarbeit? Ja, das war gar keine Frage bei uns, da war ich für zuständig. Mein Mann hat es mit Hausarbeit eigentlich gar nicht. Dafür hatte er, glaube ich, nicht geheiratet, um da vielleicht irgendwo zu wischen oder... Nein, er hat sich eigentlich... Er war ziemlich bequem und irgendwie etwas vorsintflutlich. Ich war voll davon überzeugt, dass es richtig war, dass sie zu Hause war. Es standen einfach die Kinder im Vordergrund da. Ne? Ich empfand es nicht als Opfer. In Westdeutschland gibt es zwar seit 1957 ein Gleichberechtigungsgesetz, doch die Realität sieht anders aus. Will eine Frau arbeiten, braucht sie dazu die Einwilligung des Ehemannes. Und der sieht sich gern als alleiniger Versorger. Also mein Mann legte Wert auf umsorgt sein. Also das war ganz einfach so, dass er mir eines Tages sagte, weißt du was, willst du, könntest eigentlich aufhören zu arbeiten. Ich verdiene doch eigentlich ganz gut und du musst gar nicht arbeiten und ich würde viel lieber, statt in der Kantine zu essen, nach Hause kommen und zu Hause Mittag essen. Ja, das war einschneidend. Ich habe bei der Post meinen Beamtenstatus aufgegeben. Ja, und die übrige Zeit hat mein Mann Mittag schön immer sein Mittagessen auf dem Tisch gehabt, wenn er nach Hause kam und er fand das gut. Ja, ich weiß nicht. So ganz gut fand ich das eigentlich nicht, aber wie soll ich das sagen? Ich war angepasst. Mein Vater war der Meinung, eine Frau sollte nur arbeiten, wenn das nicht anders geht. Und ansonsten sollte sie auch die Freiheit haben und was eine Frau zu tun hat. Diese traditionellen Vorstellungen waren auf jeden Fall da. Hausfrau sein. Als Statussymbol. Nur wenn der Mann genug verdient, kann die Frau zu Hause bleiben. Doch oft reicht das Geld auch nicht. 1960 geht rund die Hälfte der Frauen arbeiten. Die Berufstätigkeit der Frau in dieser Arbeiterschicht, in der ich aufgewachsen bin, war durchaus etwas Bekanntes für mich. Und insofern war eigentlich das Hausfrauenbild eher ein Bild, was du aus der Werbung kanntest. Im Osten der Republik ist die werktätige Mutter das sozialistische Frauenideal. 1989 gehen rund 80% arbeiten. Wir kannten nichts anderes. Das war für uns Normalität. Das wurde auch nie durch irgendjemanden in Frage gestellt. Ich habe Anfang der 90er Jahre dann im Westen zum ersten Mal eine Hausfrau kennengelernt. Da dachte ich dann, was ist das denn für ein Tierchen hier, was ganz Besonderes? Frauen, die nur zu Hause sind und nichts machen? Sowas gab's, nee. Meine Frau hat gearbeitet, die hat doch nie aufgehört zu arbeiten. Das Bild der Hausfrau ist in der DDR kontinuierlich schlecht und madig gemacht worden. Also Hausfrauen galten als rückständige Heimchen am Herd, die nur ihre Wäsche und das Putzen der Wohnung und keine großen Interessen hätten.
Und das war ein Frauenbild, was auch systematisch abgelehnt wurde. In der Bundesrepublik lockern sich Ende der 60er Jahre die familiären Normen. Immer mehr Frauen haben gute Abschlüsse und wollen arbeiten. Wir wollten ja vorankommen, nicht? Und wollten uns auch was anschaffen. Und sie hat dann natürlich, sie hat sie gearbeitet. Und sie hat auch die Genehmigung von mir gekriegt. Die brauchte sie allerdings nicht. Sie, das war für uns nie eine Frage. Aber zu der Zeit war das noch, hätte man noch dagegen Einspruch einlegen können. Nur das war für uns kein Thema. Ich wurde sehr häufig gefragt von den Nurhausfrauen, musst du denn immer noch arbeiten? Das war dann schon Ende der 70er, Anfang der 80er. Ich sage immer, ich muss gar nichts. Ich will arbeiten. Und damit habe ich mich eigentlich schon außerhalb dieser Damengesellschaften gestellt. Und wir haben da keine große Liebe mehr füreinander gehabt. Innerhalb unserer Familie war meine Mutter die Einzige, die auch Lust hatte auf den Beruf und den auch immer ausüben wollte. Und das war für mich natürlich ein ganz schönes Vorbild. Anfang der 70er Jahre verlässt Heidi Balke die DDR und zieht nach Hannover. In der westlichen Arbeitswelt stößt die Ingenieurin erst einmal auf Skepsis. In der Firma, in der ich dann anfing zu arbeiten, ging schon das Gerücht um, dass da eine Frau kommt. Waren alle irgendwie schockiert, weil das kannten sie einfach gar nicht. Ich musste mehr Leistung bringen als die Männer, um mich durchzusetzen, allmählich. Ich war später dann stellvertretender Hauptabteilungsleiter. Und mehr Karriere konnte man eigentlich dann nicht machen. Seit 1961 trennt eine Mauer die Deutschen. Und trotzdem, es gibt Liebesgeschichten über alle Grenzen hinweg. Heidi und Rüdiger Balke sind seit 39 Jahren verheiratet. Rüdiger stammt aus Hannover, Heidi aus Leipzig. Ihr habt auch immer gesagt, dass ich ein deutsch-deutsches Wunder bin. Das fand ich immer schön. Ja, so war es ja auch für uns. Das war ein deutsches Wunder. 1972 lernen sich Rüdiger und Heidi an der rumänischen Schwarzmeerküste kennen. Beide sind mit ihren Reisegruppen in demselben Hotel untergebracht. Der Anfang einer deutsch-deutschen Liebe. Nach dem Urlaub setzt Rüdiger alle Hebel in Bewegung und besucht Heidi in der DDR. Rüdiger kam nach Leipzig und er brachte sofort die Verlobungsringe mit, sodass wir uns an diesem ersten Tag gleich verlobt haben. Und ich war total überrascht. Es war einfach so schön. Und gleichzeitig hatte ich dann hier bei uns schon an den Bundespräsidenten eine Petition geschickt. Das ging darum, dass ich den Antrag gestellt habe an den Bundespräsidenten, mich zu unterstützen bei der Familienzusammenführung mit meiner Verlobten. Bumm, das war's. Bis Heidi ausreisen darf, vergehen weitere 3 Jahre. Das Paar sieht sich nur selten. Rüdiger darf nur 28 Tage im Jahr in der DDR verbringen. 1976 ist es endlich soweit. Wie war das dann, als ihr ausgereist seid? Wir sind im Auto, das war noch beladen mit meinen Grünpflanzen, sind wir dann über den Streifen. Und erst dann war ich richtig froh. Dann fiel alles von mir ab. Dann fühlte ich mich sowas von glücklich. Der Tag der Ausreise ist für uns der Tag der Befreiung. Nur wenige Monate später wird geheiratet. Und auch Tochter Saskia ist schon unterwegs. Für Heidi Balke steht fest, sie will auch nach der Geburt wieder arbeiten. Ich habe schon immer gesagt, ich wäre nie nur Hausfrau. Ich muss arbeiten gehen. Und wir hatten auch eine feste Absprache, dass sie volltags arbeitet und ich meinen Job etwas kürzer. Das hat bei mir zwar Schwierigkeiten gemacht, aber naja, damit hatte sich mein Chef dann ganz gut angefreundet. In der DDR ist die Wirtschaft dringend auf arbeitende Frauen angewiesen. Doch die Gleichberechtigung existiert meist nur auf dem Papier. Trotz aller Bekundungen der Gleichberechtigung der Frau blieb die DDR dennoch ein patriarchalisches System. Also an der Spitze standen Männer und das oberste Machtgremium der SED war ausschließlich von Männern besetzt.
Da ist nie eine Frau vorgedrungen, es sei denn, um einen Kaffee zu servieren oder um sauber zu machen. Trotz Vollzeitjob, in der Regel sind die Frauen auch noch alleine für den Haushalt zuständig. Ich habe mich schon manchmal sehr belastet gefühlt. Gerade als Verkäuferin, man muss ja bis abends um 6 arbeiten. Und dann meinen Sohn geholt von meinen Eltern, dann Abendessen gemacht. Und ich hätte gerne mehr Zeit für mein Kind gehabt. Das wurde auch nie hinterfragt, das war halt so. Man fragt sich heute manchmal, wie man das geschafft hat, aber es war so. Und da wurde auch nie das irgendwo angezweifelt oder darüber gejammert. Im sozialistischen Deutschland gibt es das dichteste Netz von Kinderkrippen in ganz Europa. Wenn Mutti früh zur Arbeit geht, dann bleibe ich zu Hause. Oft fangen die Frauen bereits 6 Wochen nach der Geburt wieder an zu arbeiten. 80% aller Dreijährigen haben einen Krippenplatz mit einer Betreuung von 6 bis 18 Uhr. Die Erzieherinnen, die haben schon am Bus gestanden und haben die Kinder am Bus in Empfang genommen. Dann sind sie in die Krippe damit gegangen und man konnte als Berufstätiger dann weiter in die Kreisstadt fahren. Und er hat geweint, man konnte sich nicht verabschieden. Dann habe ich auf Arbeit gesehen und gedacht, wie wird es ihm jetzt? Also das war also für mich und für meine Gefühle und für meinen Sohn, also ich muss sagen, ganz, ganz schwer. Ich habe das gesehen, wie die Muttis früh morgens mit ihren Kindern die Straße lang gerannt sind, haben die kleinen Wänste hinter sich hergezogen und waren alle in Eile. Aber es gibt auch Mütter, die sich dem gesellschaftlichen Druck entziehen. Für mich war klar, dass ich zu Hause bleiben möchte, dass ich das nicht will, dass ich die Kinder selbst erleben will. Und ich war viele Jahre nicht arbeiten. Ich wurde schräg angeguckt, auch immer mal angemahnt ein bisschen, warum denn die Kinder nicht in die Krippe gingen. Bei der Kindererziehung hilft der Staat nur allzu gern. In der ersten Klasse treten Kinder in der Regel der ersten politischen Massenorganisation bei, den jungen Pionieren. Bei den Pionieren war ich tatsächlich sehr gerne, da war ich auch stolz drauf. Irgendwie war man da stolz drauf, wenn man dann aufgenommen wurde und so. Das war alles so feierlich und man hat sich ja besonders gefühlt. Es war ja eh sehr viel Gruppendynamik bei uns in der DDR. Der Einzelne war da nicht so viel wert wie die Gruppe und die Gemeinschaft und das große Ganze. Es ist schon auch ein Eingriff in die Familie, wenn man wirklich erwartet, dass die Eltern die Kinder zum Pioniernachmittag schicken. Und wenn sie nicht da waren, dass dann gefragt wird, hey, wo warst du? Das waren fast 100% der Kinder, die in diesen Jugend- und Kinderorganisationen der SED vertreten waren. Auch weil die Eltern natürlich entschieden haben, es ist besser, mein Kind macht da mit, als dass es ein Außenseiter ist. Wir sind die Pioniere und trauen auf den Putz. Zum Außenseiter wird damals Michael Weichert aus Leipzig. Er stammt aus einer Pfarrerfamilie. Ich durfte nicht Mitglied der Pioniere sein. Und in der zweiten Klasse habe ich dann am Nikolaustag einen Wunschzettel in den Schuh gesteckt und da stand ein Wunsch drauf. Ich möchte bitte in die Pioniere eintreten dürfen. Und daran sieht man, was das für ein sozialer Druck war. Ich kann das heute gar nicht mehr so erinnern. Aber wenn man sich als Kind nichts anderes wünscht. Und ich bin heute meinen Eltern sehr dankbar, dass sie das nicht gemacht haben. Aus Pionieren werden Mitglieder der Freien Deutschen Jugend, kurz FDJ. Mit der Pubertät verschieben sich allerdings auch die Interessen. Was bei den Pionieren noch Spaß macht, nervt in der FDJ. Das FDJ-Hemd haben wir nicht so wahnsinnig gern angezogen. Da war ich in der Zeit auch grundsätzlich aufmüpfiger schon. Und dieser Zwang, dieses Ding anzuziehen und diese... Ja, für Frieden und Sozialismus seid bereit, immer dieselben Parolen, immer dieselben, das war so ein Phrasengetresche. Mehr als für politische Parolen interessieren sich die Teenager in Ost und West für das andere Geschlecht. Aber von den Eltern wird das Thema Sex in den 60ern noch schamhaft verschwiegen. Wir wissen gar nicht, was Aufklärung heißt. Also wir haben uns alle selber aufgeklärt hier. Untereinander? Das war ein Tabuthema. Zu unserer Zeit war das meistens noch so gewesen, dass die meisten noch Angst hatten, dass sie vom Küssen schwanger wäre. Das war zu der damaligen Zeit.
Über Sex und Aufklärung hat mit mir persönlich keiner gesprochen. Meine Mutter hat immer den Ansatz genommen. Aber dann wurde uns das beiden komisch und dann hörte man wieder auf. Im Osten Deutschlands sieht es nicht besser aus. Sexualität war bei uns zu Hause ein Tabu. Es wurde nicht darüber gesprochen. Ich weiß noch, wie ich aufgeklärt wurde. Es war auf dem Weg zur Schule. Wir waren 7, 8 Jahre alt. Und irgendwann sagte Annette, wisst ihr eigentlich, wie Babys gemacht werden? Und Andreas und ich wie aus einem Mund so, naja, vom Küssen, ist ja klar. Und Annette so, na, das dachte ich auch, das stimmt gar nicht. Und wir, was, stimmt nicht? Wie denn dann? Naja, da steckt nämlich der Junge seinen Pipihahn in die Muschi rein. Wir beide, Andreas und ich, wir haben uns angeguckt und beide, so bin ich aufgeklärt worden. Jugendliebe bringt. Erst allmählich hält in deutschen Familien die Aufklärung Einzug. Mein Armin war meine Jugendliebe, mit dem ich 10 Jahre zur Schule gegangen bin. Und als wir nach der 10. Klasse dann zum ersten Mal den Sex ausprobiert haben, das war ganz lustig, da hat seine Mutter auch ganz fantastisch reagiert und hat gesagt, so, jetzt kriegt er ein Handtuch ins Bett, damit ihr nicht immer das Bettlaken so versaut. Das fand ich unheimlich lustig. Das fand ich gut, dass sie das einfach so gehandelt hat. Eltern, die erlauben, dass der Freund der Tochter übernachtet, riskieren in den 60ern noch eine Haftstrafe. Damit droht der bundesdeutsche Kuppelparagraph. Weil wir als Paar zusammenleben und noch immer ohne Trauschein sind. Für Unverheiratete ist es im Westen so gut wie unmöglich, eine gemeinsame Wohnung zu bekommen. Und die Gemeinschaft aller Mieter schreibt uns nun, ziehen Sie hier aus. Hey, hey, hey. Denn eine wilde Ehe, das passt nicht. In dieses ehrenwerte Haus. Die erste Freundin, da war ich damals 18, ja. Die hatte ich dann auch mal mit nach Hause gebracht hier und das war dann auch abends spät. Die Freundin musste dann im Wohnzimmer schlafen und ich durfte dann in meinem Zimmer schlafen. Und die Mutter, die ist dann nachts bestimmt 2, 3 Mal aufgestanden hier und hat dann nachgeguckt hier, dass das auch wirklich so der Fall war. Denn sie hatten ja Angst, dass der Nachbarn sie dass wir angezeigt werden hier. Ne? Weil immer im Hintergrund war der Kuppelparagraph noch da. 1961 kommt die Pille in Deutschland auf den Markt. Verkauft wird sie zunächst ausschließlich an verheiratete Frauen. Mein Frauenarzt wollte mir die Pille nicht geben. Ich bräuchte erst ein drittes Kind und danach gäbe es erst die Pille. Und dann bin ich zu einem Gynäkologen gegangen und der hat sowas gesagt wie, gib Gott ein Häschen, gib Gott ein Gräschen. Und bei mir kriegen nur verheiratete Frauen, die schon 2 Kinder haben, die Pille. Und dann bin ich mit dem Rezept, man mag es nicht glauben, in die Apotheke gegangen, gibt das Rezept ab. Der Herr Apotheker guckt mich an, so von oben bis unten, so hat mich so richtig abgescannt. Und er sagt dann, Sie müssen ja wissen, was mit Ihrem Körper machen. Und ich gesagt, genau, und deshalb möchte ich jetzt die Pille. Der hat mir das nicht gerne verkauft. Die Kirche läuft Sturm gegen das Verhütungsmittel. Papst Paul VI. Spricht ein Verbot aus und heißt im Volksmund fortan Pillen-Paule. Also das Thema Antibabypille war ein starkes Thema. Ich glaube, das war in ganz Deutschland ein wahnsinniges Thema, aber es war natürlich besonders, besonders aufregend in Bayern. Weil das Bayern halt schon sehr katholisch ist und da tut man sowas einfach nicht. Aber der Siegeszug der Pille ist nicht aufzuhalten. Ich habe natürlich immer darauf gedrängt, Kinder zu bekommen und habe von meiner Seite alles biologisch dazu beigetragen, was man beitragen kann. Aber es kam nicht zu einer Schwangerschaft, bis ich dann irgendwann den Grund herausfand, das war die Antibabypille. Da konnte ich mir eigentlich noch so viel Mühe geben. Wenn die Antibabypille im Spiel war, da konnte ich mich natürlich nicht durchsetzen. In der DDR hat man Schwierigkeiten, die Sexualhormone künstlich herzustellen. Die Wunschkindpille kommt erst 1965 auf den Markt.
Als ich 17 war, dann hatte ich meinen ersten Freund, dann hatte ich auch die Pille genommen. Das war dann eigentlich ganz normal. Im Gegenteil, die Frauenärztin sagte, es ist doch besser, wir nehmen jetzt die Pille, als dass wir dann vielleicht Überraschungen erleben. Und das war sowieso in der DDR, fand ich, sehr gut geregelt. Man wurde dann relativ freier, kann ich mich entsinnen, dass wir da viele Partys gefeiert haben und dann auch relativ sexuell auch freizügig waren. Ne? Die Anti-Baby-Pille ist ein Meilenstein auf dem Weg zur sexuellen Selbstbestimmung. Als erstes geht die angestaubte Sexualmoral über Bord. Unter meinen Freundinnen war keine, die nicht Feministin gewesen wäre. Das war eine selbstverständliche Lebenshaltung. Und das hieß auch für mein Liebesleben, dass Frauen ihren Anspruch anmelden konnten und dass Frauen die Pille nahmen und dass Frauen sich dem Schwangerwerden verweigern konnten. Ich meine, die Frauen sollten auf jeden Fall das Recht haben, über ihren eigenen Körper, das heißt über Schwangerschaftsunterbrechung zu bestimmen. Nein, es soll nicht verboten bleiben. Sie sollen das Recht haben. Sie können über ihren Körper selbst bestimmen. Nein, ich bin nicht dafür. Warum sind Sie nicht dafür? Nein. Hat man früher nicht erkannt und ich meine, es ist ein bisschen zu modern, nicht? Das Thema Abtreibung oder Paragraph 218, das war ein großes Diskussionsthema, auch bei uns zu Hause sogar. Und ich fand damals den Sterntitel, wo die ganzen Promi-Frauen, inklusive Romy Schneider, auch abgebildet waren, haben zugegeben, ich habe abgetrieben. Warum soll man das denn nicht zugeben, wenn man damit anderen Frauen helfen kann? 1971 bekennen sich Frauen öffentlich, dass sie abgetrieben und damit gegen geltendes Recht verstoßen haben. Ich habe es immer eigentlich als gute Lösung gefunden, dass man das machen kann. Dass man nicht mehr nach Holland muss oder nicht mehr eine Engelmacherin heimsuchen muss, die sich dann noch versaut hat irgendwie. Ute Wellstein organisiert als Medizinstudentin sogenannte Hollandfahrten. Auf diesen Bustouren begleitet sie ungewollt Schwangere in eine niederländische Klinik, wo sie abtreiben können. In Holland war es damals schon legal und bei uns nicht. Das heißt, wir haben uns mit den Frauen an immer wechselnden Orten, damit uns die Polizei auch nicht irgendwie abgreift oder so, jeweils getroffen. Sind freitagsabends über die holländische Grenze gefahren, da sind die Voruntersuchungen gemacht worden. Am nächsten Samstagvormittag sind die Schwangerschaftsabbrüche gemacht worden. Und dann sind wir noch alle ein bisschen am Strand spazieren gegangen. Das klar ist, die Frauen haben sich stabilisiert und sind dann wieder nach Hause gefahren. 1974 wird die sogenannte Fristenregelung eingeführt. Der Schwangerschaftsabbruch ist jetzt innerhalb der ersten 3 Monate straffrei. Die DDR führt diese Regelung 2 Jahre früher ein. In der DDR war ja die Schwangerschaftsabbrüche wesentlich einfacher. Und ich kannte dann auch einige, die einen Schwangerschaftsabbruch haben, wo ich gedacht habe, die armen Frauen im Westen, dass die sich so quälen müssen oder sich rechtfertigen. Also das konnte ich mir überhaupt nicht vorstellen. Da habe ich mich doch in der DDR wesentlich befreiter gefühlt. Aber dann ist das wirklich inflationär gewesen. Es sind manche, die sind das 3. oder 4. Mal also hintereinander weg. Es war wirklich dann schon wieder zu viel. Im Osten wird oft jung geheiratet. Die Ehe ist rasch vollzogen. Kein Aufgebot, keine Trauzeugen. Man konnte ja auch nicht so viel unternehmen. Man konnte nicht reisen. Ich konnte kein Jahr nach Australien gehen und Tomaten ernten, um die Welt kennenzulernen. Sondern das war alles ziemlich beschränkt. Und das wirkt dann ganz automatisch, dass man halt eben auch bei Zeiten Heirat und bei Zeiten Kinder gekriegt hat. Wir haben dann ein Heiratsalter für Frauen mit 20, 21, für Männer mit 23. Das ist natürlich sehr, sehr früh und entsprechend hoch war dann auch die Scheidungsrate. 1980 werden rund 27% aller Ehen geschieden. Das geht schnell und unbürokratisch. Alleinerziehende Mütter sind keine Seltenheit. In der Bundesrepublik ist eine Scheidung dagegen aufwendig und teuer. Noch schwerer wiegt das gesellschaftliche Stigma. Also in Bayern haben wir gesagt, das ist eine Geschiedene. Also da kam das Wort alleinerziehende Mutter, haben wir dann nie gesagt. Eine Geschiedene und das hat einfach alles gesagt. Und das war ich halt. Und das war mir eigentlich ziemlich egal. Rosemarie Janssen aus Emden lässt sich 1962 scheiden. Als alleinerziehende Mutter hatte ich es nicht ganz leicht. Wenn ich eingeladen wurde, ich war zu einer Hochzeit, dann wurde gesagt, ist die Frau ist ja wohl geschieden. Also es war
ein gewisser Makel, den man auch so schnell nicht los wurde. In der Zeit warst du als geschiedene Frau, zwar nicht gleich auf dem Scheiterhaufen, aber gern gesehen wurde das nicht und man wurde geschnitten. Und auch damals wurden natürlich Paare eher eingeladen auf Feiern als eben alleinstehende Frauen. Das hat sie, ich habe das schon wahrgenommen, ich habe sie manchmal beim Weinen gesehen. Sie hat aber nie geklagt. Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg. Die Städte liegen noch in Trümmern. 50% des Wohnraums sind zerstört. In Ost und West herrscht akute Wohnungsnot. Der Journalist Stefan Lasch arbeitet beim DDR-Jugendradio und kann sich noch gut an die Wohnverhältnisse erinnern. Ich habe Altbau erlebt, 1,5 Jahre gewohnt, ohne fließend Wasser, ohne Toilette, Toilette halbe Treppe tiefer. Und da muss man sagen, da war ich damals schon Redaktionsleiter, also staatlicher Leiter. Also ich weiß, wie das ist, in fast asozialen Verhältnissen zu leben. Ich habe mich ehrlich gesagt geschämt damals. Was heißt Wohnung? Das waren 1,5 Zimmer mit Außenklo, das in einer Bruchbude. Die haben wir halt uns irgendwie beschafft, frag mich wie. Eines Tages war das ganze Haus unter Wasser und dann voll Eis, weil es im Winter war. Da hatten die also die Bleirohre rausgehackt. Mit dem Bleirohr konnte man bei Altstoffhandel sehr viel Geld bekommen. Die Zustände waren jedenfalls untragbar. Das Haus, wo ich wohne, das ist nicht sehr schön. Im Altbau gibt es kaum Komfort. Fernheizung oder fließend warmes Wasser sind die Ausnahme. Kohle schleppen, Alltag. Ja, Kohle. Oh, wir hatten einen tollen Ofen, natürlich. Öfen sind toll. Aber die Kohlenaktion jedes Mal, es war wirklich unsäglich. Aber es musste ja gemacht werden, sonst war es ja kalt. Und früh anzuheizen war immer furchtbar. So, und ich mochte auch den Keller nicht. Später dann habe ich mir irgendwie so ein Fitnessprogramm draus gemacht. So, dann bin ich noch mit den Kohleneimern, dann habe ich die noch so hochgetragen, damit ich noch ein bisschen mehr Muskeln aufbaue. Oft gibt es keine Badezimmer. Dafür in fast allen DDR-Großstädten sogenannte Dusch- und Brausebäder. Da waren Badekabinen, konnte man entweder duschen oder in der Badewanne. Und die Leute saßen draußen. Dann wurde oft gerufen, der Nächste. Da wurde die von der Badefrau die Wanne sauber gemacht und da konnte man eine halbe Stunde dort drin baden. Das kenne ich noch als Kind sowas, ja. Als Kind kann ich das. Da hatten wir noch kein Bad und da war die Oma aus dem Westen zu Besuch. Und dann sind wir einmal dahin gegangen und durften da alle baden und duschen. Das war komisch. Für die Instandhaltung der Altbauten fehlen Geld, Material und Handwerker. Die DDR-Führung lässt sie systematisch verfallen. Bis zum Abriss. Sie waren also über 100 Jahre alt. Und die zu sanieren, das hätte irre viel Geld gekostet. Und Aufwendungen bedurft. Aber die Frage stand dann nicht mehr. Wir mussten einfach abreißen und mussten das neu machen. Bis 1990, so sagt die Partei, sind wir alle wohnraumsorgenfrei. Anfang der 70er Jahre wird ein ehrgeiziges Wohnungsbauprogramm aufgelegt. 3 Millionen neue Wohnungen sollen entstehen und bis 1990 die Not beseitigen. Dietrich Starke war Architekt in der DDR und in Leipzig verantwortlich für ein solches Großprojekt. Das ist also erstmal die Plattenbausiedlung Leipzig-Grünau. Wir haben hier von 1975 bis 1988 33.000 Wohnungen gebaut. Die sollten für 100.000 Menschen Obdach sein. Ab 100.000 zählt das als eigene Großstadt. Ja. Ja. Auch im Westen entstehen ab den 60er Jahren Hochhaussiedlungen. Rolf Spille arbeitet damals als Architekt in Hamburg und konstruiert wie sein Kollege in der DDR Hochhäuser. Wenn Sie diese ganze Wohnanlage angucken, Es sehen alle Häuser gleich aus im Prinzip. Die Eingänge sehen alle gleich aus. Mhm. Wenn Sie in den Westen gehen, sehen die auch alle gleich aus. Das haben wir auch sehr beklagt. Ja. Dass ein Haus, ein Eingang, ein Treppenhaus, wie es andere war. Ja. Aber die Technologie hat es ja gegeben, dass das zu bauen möglich war, in dieser vereinfachten Form. Und das war auch nur möglich, in einem bestimmten Zeitraum so viele Wohnungen herzustellen.
Die sogenannten Plattenbauten entstehen aus vorgefertigten Betonplatten, die im Akkord montiert werden. Auf der Baustelle wurde in 3 Schichten gearbeitet. Früh von 6 bis 14 Uhr, von 14 bis 22 Uhr und von 22 Uhr nochmal bis früh um 6. Also mehr konnten wir nicht machen, der Tag hat ja nur 24 Stunden. Die Platte ist heiß begehrt. Es gibt Warmwasser und Fernheizung, außerdem eine Infrastruktur mit Kindergärten und Einkaufsmöglichkeiten. Und mit maximal 1,25 Mark pro Quadratmeter ist die Miete niedrig. Vor allem junge Familien träumen vom Neubau. Wir konnten nicht alle Wünsche erfüllen. So viele Nachfragen gab es nach den Wohnungen. Und alle, die eingezogen sind, die waren happy. Das war für die ein Fünfer im Lotto. Wir haben nie in einer Platte gewohnt. Ich fand das geil als Kind, weil viele meiner Klassenkameraden dann in so eine Platte gezogen sind. Das fand man schon cool. Und habe auch immer meine Eltern gefragt, warum wir da nicht auch hinziehen. Aber ich glaube, die wollten es gar nicht. Ich hätte sehr gern auch in einer Plattenwohnung in Grünau gelebt. Der Luxus, warmes Wasser zu haben, eine Heizung zu haben, ein Bad. Also das hätte ich natürlich auch sehr gerne gehabt. Wir wollten nicht in einen Plattenbau ziehen. Das fanden wir eigentlich schrecklich. Das war für uns so der Inbegriff von sozialistischer Lebensweise, von Uniformität, von Anonymität. Die Platte soll die klassenlose Gesellschaft des Sozialismus stärken. Es war so eine wüste Durchmischung, also von der Putzfrau bis zum Arzt und vom Gewandhausdirektor bis zum Bauarbeiter. Ja. Alle wohnten hier und haben sich auch vertragen. Ja. Wer ist denn in die Plattenbausiedlungen, die Sie errichtet haben, eingezogen? Ja, bei uns hieß das ja sozialer Wohnungsbau. Auch. Das war Wohnungsbau, der öffentlich gefördert wurde. Und da gab es bestimmte Einkommensgrenzen. Wer als Familie mehr als damals 3.000 Mark verdiente, kriegte zum Beispiel keinen Wohnberechtigungsschein. Das heißt auf der anderen Seite, dass auch die Sozialstruktur in den Wohnanlagen relativ homogen ist. Und das war in der Zeit natürlich, dass alles sich in der DDR alle Bevölkerungsschichten freuten, so hier so eine Wohnung zu kriegen, war eine ganz andere Durchmischung. Und das gab es im Westen so nicht, diese Durchmischung. Wer es sich im Westen leisten kann, zieht aus der Platte aus. Oder gar nicht erst ein. In Kiel wohnt damals Carsten Weber mit seinen Eltern in einer Hochhaussiedlung. Es war schon fürchterlich mit den Nachbarn, die in meinem Treppenhaus geguckt haben, wer gerade längs geht. Und jeder hat über jeden getratscht. Und eigentlich keine schöne Erinnerung. Also es war ärmlich, spießig, miefig, piefig. Wir sind aufgewachsen in einer Drei-Zimmer-Wohnung. Ich glaube, das waren so vielleicht 75 Quadratmeter, würde ich heute schätzen. Sozialer Wohnungsbau, ein Neubaugebiet. Das fanden meine Großeltern ganz schrecklich. Haben gesagt, das ist die falsche Seite der Stadt und man darf auf keinen Fall in so ein Neubaugebiet ziehen. In Leipzig sind sich die Architektenkollegen einig. Ostplatte und Westhochhaus unterscheiden sich vor allem im Detail. Das Erste, was mir auffällt übrigens, sind die Wandstärken. Hier innen. Die sind also erheblich geringer. Das heißt, man, vom Schallschutz ist es sehr gering. Im Westen waren das L5er Wände. Also auf Schallschutz wurde schon starken Wert gelegt. Ja, war wichtig. Ja. Nein, das war hier nicht so. Denn Sie kriegen hier keinen Nagel in diese Wand. Das muss gebohrt werden. Das hört man unten im Erdgeschoss, dass der Spiller heute gerade seine Bilder aufhängt. Wir sind jetzt in der 6. Rolf Spille will als junger Architekt die Anonymität der Großstadt-Hochhäuser durchbrechen. In Hamburg richtet er einen Wohnblock für mehr als 200 Menschen nach deren Vorstellungen ein. Wir haben sehr viel Gegenwind gekriegt, aber wir wussten ja, was wir durchsetzen wollten. Mehr Mitbestimmung und Freiheit. Also müssen die Menschen im sozialen Wohnungsbau, die sich kein eigenes Haus leisten können, die Chance kriegen, wenigstens ihre Wohnwelt auch selber zu gestalten. Die konnten entscheiden, wie groß wird ein Kinderzimmer, wie groß wird ein Wohnzimmer, wie will ich wohnen als WG oder will ich dort mit mehreren Leuten wohnen oder mit mehreren Familien. Es gab Senioren in dem Haus, Akademiker, es war ein komplettes Gemisch. Trotz aller Bemühungen, die Trabantenstädte erträglicher zu gestalten, im Westen träumen die meisten von einem eigenen Haus. Bausparverträge boomen. 1973 baut auch Hermann Müller sein Eigenheim. Our house, in the middle of our street, our house.
ein eigenes Haus zu haben, das war auch ein Ziel von mir. Bei dem damaligen Hausbau habe ich sehr viel selber gemacht, weil billiger, mehr Geld konnte man nicht sparen, als wenn man das alles selber macht. Ne? Und dann hatte ich immer eine Maurergruppe, die dann, das war damals noch so Schwarzarbeiter, nicht? Bloß als ich dann gesehen habe, was die so verdient haben, nicht? Da habe ich 14 Tage verarbeiten müssen, was die da an dem einen Wochenende an Schwarzgeld eingestrichen haben. Ne? Aber das war damals so gang und gäbe, da hatte man kein schlechtes Gewissen, das war kein Problem. Wir hatten ja, wenn man so sagen kann, in meiner Biografie zweigeteiltes Wohnen, das Leben vor der Eigentumswohnung und das Leben mit der Eigentumswohnung dann. Und vor der Eigentumswohnung wohnten wir ganz klassisch, ich glaube, es waren so 80 Quadratmeter, würde ich jetzt mal raten, in einem mehrgeschossigen Haus, Erdgeschoss, zur Miete. Und da haben meine Eltern fleißig auf die Eigentumswohnung gespart. Und dann auch wieder klassisch Eigenheim in typisch 70er Jahre gebaut, so eine Reihenhausanlage, 5-6 Häuser nebeneinander, alle mit einem kleinen Garten, einstöckig. Wer in der DDR das Abenteuer Hausbau wagt, muss improvisieren. Denn es mangelt an so ziemlich allem. Es gab zwei Preise im Baumarkt. Auf Preisbasis 66 war aber immer alles vergriffen. Die hatten nur bestimmte Kontingente. Und das war schwierig, dann wirklich sein Zement, sein Holz zu bekommen. Und da, mein Schwiegervater war sehr beharrlich, wenn nicht penetrant, hat die Frau jede Woche angerufen. Und irgendwann hatten wir unsere Buche für die Treppe. Wenn man fließen wollte, musste man sich im Baumarkt, in der bäuerlichen Handelsgenossenschaft dafür anmelden und bekam einen Bezugsschein für 7,5 Quadratmeter Fliesen im Jahr. Ein Bad brauchte aber 15 Quadratmeter wohl mindestens. Dann hat man die Fliesen genommen, aufgespart. Nun könnte es aber sein, dass im nächsten Jahr eine ganz andere Qualität oder auch Farbe war, sodass man gewartet hat, im nächsten Jahr wieder die zweiten 7,5 Quadratmeter Fliesen genommen hat und dann das Bad so in Anführungsstrichen zusammengestickelt hat, dass es trotzdem ordentlich aussah. Trotz des gigantischen Wohnungsbauprogramms bleibt die DDR ein Land der Wohnungssuchenden. Es gibt keinen freien Immobilienmarkt, sondern staatliche Wohnungsvergaben. Wenn man drei kleine Kinder hat, wir kamen aus einer Karl-Marx-Städter Wohnung, wo das Klo auf halber Treppe war und kein Bad. Und das ist mit drei Kindern dann schon eine tägliche Herausforderung. Als wir dann eine Plattenbauwohnung zugewiesen bekamen mit Heizung und Bad, war das ja wie eine Westreise. Einige wenige versuchen, das staatliche Vergabemonopol zu umgehen. Sie wohnen einfach schwarz in leerstehenden Altbauwohnungen. Man ist durch die Straßen gelaufen und wenn irgendwo keine Gardinen davor waren, war die Chance ziemlich groß, dass das eine unbewohnte Wohnung war. Und dort hat man dann erstmal versucht reinzukommen, zu klingeln, zu gucken, ist das leer. Und dann fragte man im Haus, manchmal hatte jemand einen Schlüssel oder wenn das nicht der Fall war, dann brach man die Wohnung auf. Dieter Rink ist Schwarzwohner der ersten Stunde. Als Student bekommt er keine eigene Bleibe zugewiesen. Weil er vom Wohnheimleben genug hat, entscheidet er sich für einen maroden Altbau. Das Haus war schon freigezogen. Das war also, wie wir später erfahren haben, baupolizeilich gesperrt. Dort hätte man eigentlich schon nicht mehr wohnen dürfen. Die Wohnbedingungen da waren eigentlich für normale Familien nicht mehr zumutbar. Unten der Eingangsbereich war völlig marode, unten die Wohnungen waren nicht mehr bewohnbar, oben das Dach war kaputt, die Leitungen brachen zusammen, wenn man da mehrere Geräte angeschlossen hat. Rink und seine Freundin bekommen trotzdem bald neue Nachbarn. Wir haben dann die Wohnungen so nach und nach hergerichtet, soweit wir das konnten, also zum Beispiel zum Teil verputzt. Das Dach haben wir repariert mit einer Bergsteigerausrüstung, das heißt also zwei haben gehalten, einer hat sich abgeseilt und das Dach abgedichtet und die Dachrinnen freigemacht. Wir hatten dann so eine Hausgemeinschaft und wir haben so einen kleinen Hausrat gebildet. Und wenn jemand auszog, dann haben wir dann, wie man das heute auch macht, Leute gecastet, die dann da eingezogen sind. Damals war das Wichtigste, ob die irgendwelche handwerklichen Fähigkeiten hatten oder irgendwas, was wir gebrauchen konnten. Die SED-Führung sieht in den Schwarzwohnern offenbar keine Gefahr für den Sozialismus. Wir sind geduldet worden. Also wir haben dann nach kurzer Zeit schon Strom, Gas und Wasser bezahlt. Wir haben dann versucht, was ja dann viele Schwarzwohner auch probiert haben, das zu legalisieren. Das hat insoweit funktioniert, als wir dann einen Nutzungsvertrag bekamen.
Rink und seine Nachbarn leben weitgehend autonom. Ein sogenanntes Hausbuch gibt es bei ihnen nicht. Eigentlich ist das für alle Mieter eines Hauses Pflicht. Da wurde alles eingeschrieben. Wer wann Besuch hatte und wie lange und von wo. Ich fand das als richtig Kontrolle. Die hatten natürlich dann die Daten von allen. Und somit ist mir dann später mal klar geworden, wie das dann mit den Stasi-Unterlagen zusammengekommen sein könnte. Nun mögen andere sagen, ja, das war die große Kontrolle und so weiter und Staatssicherheit und Schnüffelei und so weiter. Das mag ja alles sein. Aber wir haben gegenseitig aufgepasst und es fiel eben auf, wenn ein Fremder im Hause war und dann wurde man schon aufmerksam. Also es kamen dann auch weniger Diebstähle vor. Plattenbauwohnungen in der DDR bieten kaum Raum für individuelle Gestaltung. Stattdessen gibt es genormtes Wohnen. Es gab drei Grundwohnungstypen. Das war der WBS 70, der IW 73, der P2 und der Q6. Und nicht nur, dass sie einheitlich waren, sie waren auch relativ einheitlich eingerichtet, weil die Wohnstube konnte man nur an einer Seite in der Anbauwand stellen. Also es gab die Bild, die Komplement, die Karat oder die Affer 360. Das war ja fast so eine Art Dogma. Also in jeder zweiten Neubauwohnung, wenn du da mal zu Besuch warst oder zum Geburtstag, hast du die gleiche Schrankwand gesehen. Das war doch ein bisschen ätzend mitunter. Vielleicht eine kleine Episode, da soll mal ein Mann abends leicht betrunken nach Hause gekommen sein und sich in der Etage geirrt haben und ist dann in der Etage weiter unten ins reingegangen. Und er glaubte, er ist in seiner eigenen Wohnung, weil die natürlich gleich eingerichtet war. Erst wo er früh aus dem Rausch aufgeweckt war, hat er gemerkt, dass er in der Wohnung unten drunter war. Auch im Westen steht die obligatorische Schrankwand jahrzehnteübergreifend in fast jedem Wohnzimmer. Das Wort Schrankwand habe ich ja auch vergessen. Ja, die hatten eine Schrankwand. Der Schrankwand war dann die Hi-Fi-Anlage eingebaut mit Kassettenrekorder, Plattenspieler und viele Bücher. Das wurde später renoviert und dann ist die Schrankwand rausgeflogen. Das Besondere war dann eben unser Fernsehschrank. Der hatte so Ziehjalousien, die man zur Seite aufgemacht hat. Und das war so richtig so ein Schmuckmöbelstück. Meine Eltern hatten normal Archirustikal und ich wollte die schrillsten Möbel haben. In Braun, in Orange, die Lampen, die Möbel, die Tapete mit diesen Kugeln dran, die jetzt wieder retromäßig in sind. Und ich habe so lange gezetert, bis ich das alles hatte. Und dann hatte ich das schönste Zimmer überhaupt. 1988 übergibt Erich Honecker die angeblich 3 Millionenste Wohnung an eine junge Familie in Ost-Berlin. Wir möchten uns ganz persönlich bei Ihnen für Ihre Friedenspolitik und für Ihre Sozialpolitik bedanken. Die DDR steht zu diesem Zeitpunkt wirtschaftlich und gesellschaftlich längst vor dem Kollaps. Die friedliche Revolution in der DDR schaffte die Voraussetzung für den Mauerfall am 9. November 1989 und damit für die Vereinigung der beiden deutschen Staaten. Ich bin sehr glücklich, dass diese Wende so gekommen ist und dass Deutschland diesen Weg gehen kann. Und wir müssen uns einfach alle nur noch ein ganz kleines bisschen anstrengen, um aufeinander zuzugehen. Von den Entscheidungen, die ich in meinem Leben getroffen habe, war die Entscheidung, nach hier in den Westen zu kommen, die beste, die ich je getroffen habe. Weil ich weiß nicht, was da drüben alles geworden wäre, so gut wie hier auf keinen Fall. Wir sind alle in völlig anderen Verhältnissen aufgewachsen und erzogen worden. Wir sind unterschiedlich und das verschmilzt immer mehr. Ich glaube, die Veränderungen in der DDR waren natürlich sehr viel extremer. Und diese Sensibilität hat vielen Westdeutschen sicherlich gefehlt, weil das System war weg. Unser bestand ja weiter und wir mussten uns in keinem neuen System einfinden. Und von daher nochmal großen Respekt an dieser Stelle, dass sie alle diesen Weg gegangen sind.